Diese junge Russin muss 27 Jahre in eine Strafkolonie. Ein Gericht in St. Petersburg befand Daria Trepova unter anderem des Terrorismus für schuldig. Verurteilt wurde sie im Prozess um den tödlichen Bombenanschlag auf einen bekannten russischen Militärblogger. Die Staatsanwaltschaft hatte der 26-jährigen Frau vorgeworfen, im Auftrag der Ukraine gehandelt zu haben. Sie habe dem kremltreuen Blogger Wladlen Tatarski im April vergangenen Jahres in einem Café in St. Petersburg eine mit einem Sprengsatz präparierte Statue übergeben. Der Gegenstand explodierte Minuten später. Tatarski wurde getötet. Zudem wurden zahlreiche Anwesende verletzt. Der Anschlag auf Tatarski sorgte in Russland für großes Aufsehen, insbesondere bei den stärksten Befürwortern der russischen Offensive in der Ukraine. Moskau beschuldigte Kiew und Agenten des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny, in den Anschlag verwickelt zu sein. Die Ukraine erklärte dagegen, es habe sich um eine interne Abrechnung von russisch-nationalistischen Kreisen gehandelt.